Ich glaube, Selbstzweifel sind ganz normal und jeder kennt sie, ganz egal, was man vermeintlich schon erreicht hat. Die Frage ist, wie man damit umgeht und ob man sich davon abschrecken lässt oder ob man weitermacht und sich durchkämpft. Mein Name ist Dr. Ann-Christine Kolwes. Ich arbeite an der Universität zu Köln als Projektkoordinatorin für das Mentoring-Programm Erste Generation Promotion Mentoring Plus. Und ich bin erste Vorsitzende des Vereins Erste Generation Promotion. Erste Generation zu sein, also aus einer nicht-akademischen Familie zu kommen, ist meine eigene Geschichte. Ich bin selbst die Erste, die studiert und promoviert hat. Und die Erfahrungen, die ich dabei gemacht habe, die Selbstzweifel an den eigenen Fähigkeiten, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, hier nicht hinzugehören, das waren vor allen Dingen meine Motivation, mich dann mit anderen zusammenzutun und diesen Verein zu gründen. Und aus diesem Verein ist das Mentoring-Programm entstanden, was heute hier an der Uni Köln Promovierenden und Promotionsinteressierten hilft und sie dabei unterstützt, diesen Weg zu gehen. Ja, viele von den Mentees und den Teilnehmenden haben schon diese Sorge, dass sie nicht gut genug sind oder dass das nicht der Ort ist, wo sie hingehören, die Universität. Und das ist eben diese Form von Imposter-Syndrom oder Hochstaplerinnen-Syndrom, die man auch beschreiben könnte als die Angst aufzufliegen, weil man nicht so gut ist wie die anderen. Dahinter steht natürlich nur diese Illusion. Natürlich sind diese Personen so gut wie die anderen oder sogar noch besser. Aber das setzt sich einfach so sehr fest, diese Angst davor, dass man Sachen nur aus Glück oder aus Zufall geschafft hat. Bei dem Halbzeitworkshop geht es darum, auf das letzte halbe Jahr zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen, wie die Mentees das nächste halbe Jahr gestalten wollen und vor allen Dingen auch die Beziehung zu ihrem Mentor oder ihrer Mentorin. Gleichzeitig kommen sie aber in dem Workshop auch zusammen, tauschen sich aus über die Erfahrungen, die sie gemacht haben, ja, und haben so die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen und zu empowern. Ja, herzlich willkommen zu unserem Halbzeit-Workshop im EGP Mentoring. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Dass ihr da wart. Ich entlasse euch jetzt in das Wochenende, in ein hoffentlich schönes. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. An der Uni merkt man ganz schnell, dass da ein bestimmter Habitus irgendwie genutzt wird, den man so nicht kennt. Man weiß nicht, wie man sich ausdrücken soll und ja, hat dann schon manchmal Selbstzweifel und weiß nicht, ob man da an der richtigen Stelle ist. Das Mentoring-Programm hilft mir insoweit, dass ich zum ersten Mal Leute kennenlerne, die in der gleichen Situation sind wie mir und mir so ein bisschen verdeutlicht, ich bin nicht der Einzige. Und weil es irgendwie immer wieder ein Raum ist, wo man eigene Erfahrungen reflektieren kann und die vielleicht auch nochmal in einem anderen Licht sehen kann. Ich sehe in den Teilnehmenden ganz viel von meiner eigenen Geschichte auch. Und ich glaube, das ist das Besondere an diesem Programm, dass wir alle diesen Weg gehen, ähnliche Hürden erlebt haben und von diesem Austausch untereinander eben sehr, sehr profitieren. Und deshalb freue ich mich eben auch, meine eigenen Erfahrungen, die ich machen konnte, in den Momenten weitergeben zu können.